So, guten Morgen. Auf geht's in eine neue Reise. Und zwar führt uns sie diesmal nach Frankreich. Erst Richtung Mittelmeer und dann zurück über die Route der Grand Alps. Jetzt geht's aber erstmal nach Stuttgart auf eine Hochzeit. Und dann geht's weiter. Jetzt noch ein paar Kilometer bis zu der Hochzeitslocation. Und hier ist ganz schön was los in Schwäbisch Gmünd. So, angekommen hier auf dem Ziegerhof in Schwäbisch Gmünd. Und ja, da hinten probt schon die Band für die Hochzeit. Ja, stehen hier schön. Guten Morgen. Guten Morgen. The day after. Die Nacht war gut. Gut geschlafen. So ein bisschen aufräumen helfen da und dann geht es, denke ich, nach Frankreich heute. Ja. Durch den Schwarzwald. Mal schauen. So, wir sind wieder on the road Richtung Frankreich. Jetzt verlassen wir Lenglingen. Und schauen wir mal, wo es uns heute Abend hin verschlägt. Ja, Jasmin ist nicht ganz so gut. Hatte gestern ein paar Bierchen. Ja. Aber sonst Wulle. Geht alles. Wullebier. Das ist gute Wulle. Aber noch deutsche Straßen. Mal gespannt, wie es nachher wird. Und Fahrradfahrer. Und Fahrradfahrer. Kurz nach Pforzheim. Und ich glaube, in Pforzheim war ich doch auch immer mit meinen Eltern. Wenn ihr das mal seht, äußert euch mal zu Pforzheim. Irgendwas gibt es damit. Oh, in Frankreich. Genauso stelle ich mir auch die Franzosen vor, mit so einem Anhänger mit Fahrradreifen drauf. Mautstationen sind wir uns auch noch nicht so ganz einig. Wir haben da auf so einen Knopf gedrückt. Bei der ersten Mautstation mussten wir sofort mit Kreditkarte bezahlen. 4,50 Euro oder so. Und jetzt haben wir so einen Schein gekriegt vorhin bei einer Mautstation. Da gab es so einen Knopf, wo man drauf drückt. Und angeblich müssen wir das jetzt gleich bezahlen, wenn wir hier runterfahren von der Bahn. Wir sind mal gespannt, was der Spaß jetzt kostet. Ja, wir fahren immer mal da rein, wo der grüne Pfeil ist. So. So, ein super Gerät. So, Payment, Zahlung, Ticket, Fahrkarte, ne. Hier, wa? Hm? Tja, ne, da geht's nicht. Ah, hier. So. Andersrum. Ja? Andersrum, der Fall muss Ach so. Nach vorne. 27 Euro. Grün.
Grün. So. Naja, schon mal nach außen. So, dann hättest du es nämlich auch fast schon nicht über die grüne Ampel geschafft. Ja. War schon am Blinken. Bisschen nach Frankreich aus. Also ein bisschen abgerockt auch. Oder? Ja. Das, so hat mir das auch vorgestellt. Vielleicht so ein Feldweg. Gerade so hat man schon so eine Schotterpiste lang. Ja, ich weiß gar nicht, schon wieder nicht so richtig, was es tut. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann werden wir wohl gleich da hinten rauskommen. Aber hier sind auch offensichtlich, also ich habe keine Ahnung. Den Platz angekommen. Wir haben schon lecker gekocht. Jetzt gibt es erstmal ein paar Nudels. Das hier ist der Platz. So, sieht gar nicht so gut hier mit dem Fliegennetz. So. Ein paar Mobile. Da oben ist die Jasmine. Die ist fertig. Jasmine geht jetzt ins Bett. Ja, geh auch gleich ins Bett. Wie spät haben wir jetzt? 9:30? Ja. Heute haben wir halt 4 Kilometer gemacht. Ja. Und morgen, heute hat es über Nacht oder heute Morgen irgendwann angefangen zu regnen. Und das tut es immer noch. Ja, und jetzt fahren wir mal Richtung Lac de Saussure. Baustellenampel, bei Rot. Baustellenampel ist hier unten eine Uhrzeit. Was fährt man ja dann bei Rot? Ich weiß auch nicht. Macht man das so? Oder hat der da hinten Zeit? Ist der schon wieder für unten hier? Leicht rechts abbiegen Richtung Monte do Roy. Nach 200 Metern links abbiegen auf D63. Hier ist der Platz. Du wolltest ja auf Landstraße fahren. Keine Ahnung, dass das wieder solche. Nein. Streckskis hier sind. Oh Gott! Vorsicht! Auf jeden Fall wird die Landschaft hier schon sehr schön. Von den Gebäuden her und so. Und das ist abgefuckte Ding. Bis jetzt kam uns noch kein Auto entgegen. Wir sind mal gespannt, wie sich das dann verhält. Obwohl in den Kurven geht es ja immer dann.
uns denn hier schon wieder? Kohl. Wir sind auf irgendeinem Kohl. So, wir sind jetzt hier irgendwo. Irgendwo, auf jeden Fall geht es hier unten nicht weiter. Das ist irgendwie Sackgasse. Aber hier ist irgendwo. Ach, Drohnen fliegen verboten. Ach, das ist auch verschüttet da oben. Da muss ja mal eine Straße durch den Berg gegangen sein. Hier können wir den fragen da unten, ob wir mal runterfahren dürfen. Der macht da schön Camping hier auf dem. Oh. Noch Bilder, wie der wohl gebaut wurde. Ist ja auch irgendwo so eine Brücke, aber die ist ganz verschüttet. Ich denke, dass das die ist, die da hinten weitergeht.